Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Evoli. Pokémon, let's go Pokémon Evoli. Und wir sind jetzt in Azuria City. Ich musste mich ein bisschen weiter nach vorne schieben, weil da immer die ganze Zeit so ein Radfratz rumgelaufen ist und da hatte ich ein bisschen Angst. Gegenüber vom Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es noch einen anderen Weg dorthin geben. Okay. Du arbeitest an einer Pokémon-Enzyklopädie. Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Ja, das ist der Burner. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Das ist ein Fahrradladen. Ist ein Fahrrad? In meiner Fahrradsammlung ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer. Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Ich reite gern auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ich freue mich zwar immer seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstrippe. Okay. Das heißt, man kriegt. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir kriegen Fahrrad. Hm? Ja, doch. Platsch, du hast 50 Brunnen in Dingsbum. Ja. Irgendwie sieht sie noch ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Das ist sehr schön. Das ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Das heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bindung zu ihnen. Ja gut. Das haben wir jetzt auch. Falsche Richtung. Jetzt haben die mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ach du Gott. Guck dich das Voltoball an, wie groß das ist. Es schaut hektisch in alle Richtungen. Gestern habe ich meinen geliebten Pipi den Kopf gestreichelt, ganz ausgiebig mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hatte es nämlich ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Als ich es weiter gestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Aha. Was ist ein Voltoball hier? Los, Elektroball, setz Ultraschall ein. Komm schon, Elektro, tu, was ich sage. Hier ist der Supermarkt. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémons auf einen Schlag erhöhen können. Kenn ich. Je mehr Arenaleiter du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Verkauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. Ich ärgere mich gerade zutiefst, dass ich den Pipi weggeschickt habe. Also hier geht's nicht weiter. Das geht auch nicht. Ja, doch. Wir gehen jetzt hier Reihe für Reihe. Ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Du hast bisher 47 Pokémon gefangen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dir kann ich das anvertrauen. Wärst du so lieb und würdest dieses Bisasam an dich nehmen? Klar. Vielen Dank, kümmere dich gut um Bisasam. Verdammt. Beutel. Pokebox. Markieren. 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 Und markieren. Und dann schicken wir die vier zum Dings. Grips und Flottbonbon. Ich habe schon 33 Pokémon geschickt. Klasse. Gut zu wissen. Das mit Pipi ärgert mich immer noch. Kommen wir irgendwie zurück zum Mondberg?
Dieser Bill, ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er alles tun. Okay. Hat dir hier schon jemand von Bill erzählt? Er nennt sich, jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit einer Sammlung wie der sein prahlen wollen? Hey du, sag mal, möchtest du deinen Radplatz gegen meins tauschen? Ja. Zum Tausch anbieten. Ach, dann krieg ich das Alola-Ding. Das ist doch das Alola-Radfratz. Krass. Ja, warum nicht? Ich meine, so ein Radfratz ist schnell gefangen. Und trainieren werden wir es ja nicht. Überrascht? Mein Radfahrt stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion und Form und Typ, auch wenn sie derselben Art angehören. Der Schnieke. Ja, mach mal wieder fit. Also ich werde offscreen, glaube ich, nochmal versuchen, in den Mondberg zurückzukommen und dann ein Pipi zu fangen. Wer bist denn du? Ah, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu lernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm einen meiner fantastischen... Nein. Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken. Physische Attacken und Spezialattacken. Wenn der Angriffswert eines Pokémons hoch ist, solltest du ihm physische Attacken beibringen. Wenn du mit Freunden tauschst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon erhalten. Außerdem steigt per Tausch erhaltene Pokémon Level schneller auf. Okay. Also wir sind geheilt, ne? Hier ist die Pokémon Arena. Bewegen. Du bist also auch ein Trainer. Die ganze Sammlerei und Kämpfer ist sicher manchmal ganz schön anstrengend, oder? Dann gehen wir erstmal in die Arena. Nice, nice. Sieht schon stark aus. Ja, howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiter von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiter antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Ich wusste es. Du hast es schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, deinen Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Wir machen erstmal die Trainer. Und, okay. Dann gehen wir noch ein bisschen Azuria City angucken. Misty machen wir zum Schluss. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Aber krasse Sache, dass sie extra noch vom Turm springen. Finde ich gut. Was hast denn du? Ein Goldini. Ah, Goldini. Oh, Level 16. Das müssen wir aber noch mal ein bisschen trainieren hier. Schnabel? Dürfte mir aber nicht wehtun. Nicht, also jedenfalls nicht viel. Ach, das kann ruckzuck kommen. Als ob. Bitte, jetzt gib mal ein paar Erfahrungspunkte hier. So mal ein bisschen. 102 immerhin. Ja. Blubber. Können ja vorher auch noch auf die Nugget-Brücke. Du willst gegen mich kämpfen? Dann passt lieber auf. Ich bin nämlich eine Dame, die mit allem Wasser gewaschen ist. Okay. Hatte Misty nicht auch noch Geschwister in dem Anime? Was hast du?
Muschas. Der macht jetzt hier ein Igler oder sowas bis zum Tode. Donnerschock. Wir sind schneller. Das hat's total gezogen. Das hat ihn jetzt aber total fertig gemacht. Gut, er hat jetzt nur 97, aber es reicht für ein Level Up. Es reicht für ein Level Up, Carpador Level 12. Den haben wir ja auch noch. Jetzt bin ich klatschnass. Du bist ins Wasser gesprungen. Natürlich bist du klatschnass. Du bist ins Wasser gesprungen. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Kann es sein, dass sie von dem Turm nicht mehr runterkommen? Weil da ist ja der ganze Gestrüpp davon, der ganze Dekokram. Jo. Ist der nicht Wassereis? Hat der nicht doppelt gemoppelt? Die wird aber wahrscheinlich so Pokémon Level 18 oder so haben, oder? Gott. Pikachu gegen Normalattacken, ne? Läuft gar nicht. Wasserdüse. Geht doch. Sehr effektiv und Volltreffer. 103. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Dankeschön. Jetzt gehen wir wieder zurück. War Hans eigentlich schon hier? Tatsache. Der Hans, der kann's. Ich würde nämlich ganz gerne noch vorher Pikachu heilen. Hier gibt's doch diese Nugget-Brücke, wo man gegen fünf Pokémon-Trainer antreten muss. Ehre uns bald wieder, natürlich. Ich finde das so schön, dass mit dem Pikachu so rumlaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwie in den Mondberg kommen. Also hier ist schon mal so nicht. Kommen wir da nicht mehr hoch, ne? Komm, verarsch mich nicht. Jetzt ist auch kein Radfratz hier, oder wie? Nur Habitax. Ich habe doch eben gerade noch einen Radfratz gesehen, da. Also wirklich. Kinders. Was? Es ist ausgebrochen. Es ist ein Radfratz. Ich glaube, wir werden jetzt anfangen, einfach nur noch Superbälle zu kaufen. Ja, ich habe die jetzt nicht geholt wegen Level Up hier. Wann entwickelt sich Taubsi? Oh, jetzt. Ha! Da war ja was. Taubsi! Wurde zu einem Tauboga. Für Tauboga wurde ein Eintrag eingelegt. Dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Ja. Und der ist unwichtig. Ja, schon. Gut. Dann haben wir jetzt auch wieder ein normales Radfahrt und dann gehen wir mal die Pokebrücke da hoch. Hier irgendwie. Hi. Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern.
Nein. Kann ich da nach hinten? Sache, ich kann da nach hinten. Oder? Ach, hier ist ein Pokémon. Ein Sonderbonbon! Also hier geht's nicht rein. Und der hat einen Garten, okay. Aber hat Bill hier nicht irgendwo gelebt? In Azuria City? Oder kommen wir zu seinem Haus noch? Machen wir mal das. Das. Boah, okay. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es von alleine in sein Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Okay. Hast du dir mal angeguckt, wie groß sein Nixielein ist? Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal eine Radfahrt ungesehen passieren. Okay. Hier war Dings, ne? Ja, das machen wir jetzt nicht. Vergiss es. Gut, ich will aber noch die Nuggetbrücke machen. Das wollte ich nicht! Nietzsche betrachtet überglückliche Blumen, die sich im Wind bewegen. Ich dachte, er hätte jetzt irgendein Item gefunden. Ah! Das Pokémon hat gegen mich. Muss mich beruhigen. Okay. Er hat 3 Pokémon. Er setzt ein Taubsi ein. Haben wir nicht Dings vorne? Ich würde sagen. Ha, du hast Level 12 Taubsi. Ich habe ein Level 16 Pikachu. Das ist sehr effektiv. Miraplan. Pokémon wechseln. Komm zu Tauboa, dann zeige ich dir mal, was Vogel ist. Es fliegt aber auch die ganze Zeit. Ne? Wie hat der überhaupt Dings besiegen können? Wenn der nur Level 12 Pokémon hat. Das verstehe ich nicht. Pokémon wechseln. So, Xeno, komm schon. Kampf der Starter-Pokémon. Du schaffst das. Wo ist Pikachu? Es ist zurück und Schreck kann nicht so angreifen. Dann noch immer. Ach, Ruckzuckkeeper war jetzt schneller oder wie? Und dann was? Er hätte gar nicht gegen Misty kämpfen können. Er hat nicht ein Level 15 Pokémon. Ach, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Ach man, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflickt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Als ich dort angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest. Aber da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Auch wenn ich nur daran denke, läuft mir eiskalt den Rücken runter. Halte ich am besten fern von seinem Haus fern, Maika. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Ach, du bist eine Pussy.
Wir holen mal Tauboga nach vorne. Weil du siehst aus wie so ein Käfersammler. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis, aber das musst du erstmal schaffen. Ja, ja. Gut, zuck. Wie viel hast du denn? Ich meine, ich glaube, die steigen auch mit dem Level auf, ne? Flusch. Weg ist es. Wow, du bist gut. Danke. Jetzt holen wir wieder Nietzsche nach vorne. Nicht Bericht. Bewegen. Ich bin die Nummer 2, jetzt wird's ernst. Ja. Wird schon. Was hast du denn? Anton. Das Wasser-Pokémon. Mach mal Donnerschock. Das ist sehr effektiv. Ja, bringt, aber Anton bringt anscheinend nicht sehr viel. Ich bin Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Abwarten. Was hast denn du? Im Sandan. Okay, Nietzsche ist dafür nicht geeignet. Das sehe ich vollkommen ein. Also holen wir wieder Knosp. Also Elisabeth die erste. Nein, nicht Giftstachel. Anhieb. Flup. Ist sehr effektiv. Okay. Aber anscheinend nicht effektiv genug, sehe ich gerade. Ich hasse das, wenn sie die Genauigkeit sinken. Das ist so ätzend. Ich finde, solche Attacken sollten verboten werden. Kann nicht mehr. Oder was jetzt Nummer 3? 4? Tim, 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 tim. Göre Elena fordert dich aus dem Mauten. Ach Gottchen. Mach mal Doppelkick. Ach, Mogelhieb. Eins. Zwei. Und da war das Mauti hinüber. Zweimal getroffen. Damit hast du auch mich besiegt. Haben die keine Zähne? Ist das schon mal aufgefallen? Ach, jetzt hätte ich hier Tauboga wieder nach vorne holen können. Camper Matteo. Fukano. Oh. Ich hab dich mit dem Dings verpasst, verwechselt. Mit dem so einem Käfersammler. Entschuldigung. Nein, nicht bis. Bis ins Gras. Kann ich noch Upsi kippen? Glut. Wahaha. Ein Volltreffer. Naja, komm. Machen wir das auch. Nietzsche bekommt 77.
Du hast ganz schön was auf dem Kasten, ja. Ich weiß. Ich weiß. Wir geben Pikachu mal einen Trank. Das ist leider das Falsche. Wir haben ja so viel. Und der Rest passt ja ganz gut. So, jetzt gib mir her. Meins, 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 meins. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dein großartiger Preis für dich. Ein Nugget. Nugget. Übrigens, das bleibt unter uns. Möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Und schwupp. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Boot ausschlagen. Da muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Zubat! Ein gefundenes Fressen für mein Nietzsche. Donnerschock. Und weg war er. Pokémon wechseln. Gehen wir mal auf Xeno. Nee. Elisabeth. Eigentlich bräuchte Elisabeth die Dings, ne? Nee, wir gehen auf Xeno. Einfach aus dem folgenden Grund, wegen Biss. Und ich glaube, Rankenhieb hat auch nicht so viel Schaden gemacht bei Smogon, als wir gegen Team Rocket, also gegen James und Jesse gekämpft haben. Darum, Zitter. Machen wir lieber so. Hast du einen Glumanda für mich da hinten? Komm, sag mal. Ja, nein, vielleicht. Ah, oh, du bist wirklich gut. Ja. Ich bin die Beste. Ich werde mal Pokémon-Meister. Welch Verschwendung von Talent. Ja, ja, du mich auch. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gern einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig hart trainiert. Also, ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verlierst du... Sonst bekommst du mein Glumanda nicht. Ist das dein Ernst? Entorn! Das Kopfschmerz-Pokémon. Ich weiß gar nicht, wie viel... Wo kann ich das denn sehen, wie viel ich gefangen habe? Klasse, Enternroll gefangen. Elisabeth! Erreicht Level 18. Für Entern wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Es wird von chronischen Kopfschmerzen geplagt. Ob es seine Psychokräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. Ist aber nur ein Wasser-Pokémon. Kann ich das denn bitte schön sehen? Muss ich die 50 Xene-Arten, gefangene Arten? 24! Ich habe nur... Will der mich verarschen? Ich habe nur 24 Pokémon gefangen, oder was? Speichern. Ach komm. Das ist doch hirnrissig. Ich habe doch bestimmt mehr schon gefangen. Muss ich die behalten alle oder wie? Habitat, ja komm. Das Geschenk, mein Freund. Das ist doch geschenkt. Ich meine, ich habe davon Zubat und so viel mehr gefangen. Das ging da hinten los, ja.
Nee, Enton haben wir schon. Hier ist ein Poké. Ach, drei Himbeeren. Ach, hier ist Knopfenso. Also hier steht ja, dass ich jetzt... Jetzt heißt 25, ne? Nee, 24. Gesehene Arten. Insgesamt gefangene Pokémon. Okay, ich muss nur ein Pokémon fangen. Dann würde ich es doch bekommen. Oder? Was? Nur gut? Das war voll gut. Das war super. Das war großartig. Ich will noch mein... Ich will das Glubanda noch haben. Knofenser wurde gefangen. So. Pikachu ist jetzt auch ein Level up. Nietzsche reicht Level 17. Ach, Unsinn. Unwichtig. Ich kann einfach keine Pokémon so. Du hast also bisher 50 Pokémon gefangen. Boah, wie cool. Ich will, dass du dich ab jetzt mit meinem Glumanda kümmerst. Einverstanden? Einverstanden. Oh, also dann, ich verlasse mich auf dich. Ja! Glumanda. Welches Level bist du? An sehr stillen Orten kann man seine brennende Schwanzspitze ganz leise lodern hören. Ich danke dir, mein Freund. Nein, das wollte ich nicht. Ach, verdammt. Team? Nein, das wollte ich auch nicht. Beutel. Pokebox? Das schicken wir mal zum Professor. Ein Stärkebonbon. Ja. Nein! Nein! Dem Team hinzufügen. Statt Zubat kommst du jetzt. Level 14 ist das. Okay. Was bist du, Männlein oder Weiblein? Es ist männlich. Und es ist pfiffig. Darum kriegst du den Namen. Sokrates. Hallo? Ja. Warte, wie heißt das? Bewegen. Bewegen. So, das wird jetzt erstmal so und dann habe ich ja alle, ne? Komm, die müssen auch zusammen. Dann kommen die noch zusammen. Ist eigentlich die tolle Lachnummer hier, aber okay. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen zurück. Und dann gehen wir jetzt im nächsten Part Misty besiegen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bis dann.